Leute, was geht? Ich bin Becky, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Und zwar wieder ein lang ersehntes Video, was ihr super gerne sehen wolltet. Einige wurden schon aggro in den Kommentaren, die wurden richtig sauer. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber es tut mir leid, wenn ich dich verärgert habe, wenn du das gerade jetzt siehst. Auf jeden Fall gibt es wieder neue WhatsApp-Chats. Deswegen müsst ihr jetzt durchdrehen. Ihr müsst alle durchdrehen jetzt. Warum höre ich nichts? Ich höre nichts. Leute, bitte! Spaß beiseite, auf jeden Fall ja. Es gibt wieder neue WhatsApp-Chats, die wieder richtig lustig sind. Und mal schauen, wie verrückt es heute wird. Drückt unbedingt den Daumen nach oben, wenn ihr mehr WhatsApp-Chats sehen wollt. Sagen wir mal 30.000 Daumen nach oben, dann gibt es den nächsten Teil. Schreibt mir auch gerne Vorschläge unten in die Kommentare. Und ob ihr auch so sehr ein WhatsApp-Suchti seid. Und ich würde sagen, let's go. Wusch. Kommen wir auch schon zum ersten Chat. Und Leute, es ist direkt einfach mal mit der Mutter. Das kann nur gut werden. Nicht. Ich glaube nicht. Sorry, Mama, hab dich aus Versehen angerufen. Kein Problem, Schatz. Hab dich nur aus Versehen bekommen. Was ist das für eine Mutter? Du bist doch so nett und sagst so, sorry, Mama, ich hab dich aus Versehen angerufen. Und dann kommt das von deiner Mutter? Sie ist so savage. So savage. Oh, das ist so gemein. Aber auf der anderen Seite auch mega lustig, wenn du dich mit deinen Eltern so ein bisschen veräppeln kannst. Hi. Hey, weißt du, dass du mir gestern etwas gestohlen hast? Oh, tut mir leid, bring dir morgen deine Geldbörse zurück. Du hast mein Herz gestohlen. Leute, das wurde zeitgleich geschickt. Was? Der Arme. Oder die Arme, keine Ahnung. Du willst was super Süßes bringen? Du hast mir gestern etwas gestohlen und zwar mein Herz. Und dann kommt nur, oh, sorry, ja, ich wurde jetzt gerade erwischt von dir, scheiße. Ich habe deine Geldbörse, bringe ich dir morgen zurück. Wow, toll. Also ich glaube nicht, dass er noch was von ihr möchte oder so in Zukunft. Alter, beklaut sie ihm erstmal beim Date. Das ist richtig fies. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also da eskaliert jemand völlig. Mein Vater macht gerade Frühstück und ich lese gerade irgendwelche Horrorgeschichten im Internet über Tampons. Wer kennt es nicht? Jedenfalls kam dann Papa an und fragt mich, willst du einen Apfel oder eine Orange? Und ich nur Tampon. Was ist falsch mit mir? Und die Freundin völlig am Eskalieren. Ich hasse mich. Wer kennt das auch, wenn jemand völlig in irgendwas vertieft ist und dann, keine Ahnung, kommt so ein Wort raus, das passt gerade überhaupt nicht zu der Frage, die dir gestellt wurde. Und im schlimmsten Fall ist es halt sowas, was einfach nur irgendwie ein bisschen unangenehm wird am Ende. Fragt dich dein Vater, Apfel oder Orange, Tampon. Wow. Wow. Papa, hab einen Verweis bekommen. Was hast du verbrochen? Wenn du diesen Satz hörst. Oh oh. Oh oh, das kann nicht gut enden. Der Lehrer fing damit an, sich zu beschweren, dass unsere Klasse so schwer zu unterrichten wäre. Und jemand von uns sollte mal versuchen, unsere Klasse zu unterrichten. Ja, wenn alle aus der Klasse schwer erziehbar sind. Die Chaotenklasse. Wer hat eine Chaotenklasse? Der macht jetzt Hände hoch Emoji unten in die Kommentare. Wer ist das Opfer, was in der Chaotenklasse ist? Und ich stand auf, bin nach vorne und habe gesagt, Unterricht fällt für heute aus. Ihr könnt nach Hause gehen und alle sind gegangen. Also ich würde sagen, der Lehrer hat selber Schuld. Yes, was für ein cooler Dad. Ich finde, er hat es richtig gemacht. Was willst du sonst anderes machen? Nur so kannst du die ganzen Leute bändigen, indem du die einfach nach Hause schickst. Weil die sowieso nach Hause wollen. Der Arme, der hat doch noch einen Verweis bekommen. Warum hat es der Lehrer überhaupt dann vorgeschlagen? Es ist ja so. Wenn das sowieso so eine Chaotenklasse ist, was willst du da erwarten? Hey Babe, tut mir leid wegen heute Morgen. Hi, hier ist Elenas Vater. Du solltest lieber losrennen, solange du die Möglichkeit dazu hast. Oh mein Gott, ich würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich das lesen würde. Wenn der Vater und die Mutter sich auf einmal meldet. Wieso? Weil sie das Haus mit einem... Was? Sie? Weil sie das Haus mit einem Baseballschläger verlassen hat? Oh mein Gott, danke. Okay, war nett, sie kennengelernt zu haben. Gleichfalls und kein Problem. Viel Glück. Wow, wenn der Vater dich sogar warnt vor der eigenen Tochter, dann muss irgendwas da los sein. Da kann er ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Also der Vater mochte ihn anscheinend, aber trotzdem, irgendwas muss da passiert sein, was sie völlig eskalieren lässt. Alter, der Vater scheint schon Angst vor seiner eigenen Tochter zu haben. Hey, ich frag mich, wie man am besten jemandem erzählen kann, dass man ihn mag. Oh, der Hintergrund ist irgendwie so schön und oh, irgendwie sieht der Chat gerade so süß aus. Also ich würde es einfach sagen. Okay, ich mag dich. Oh, das ist aber ein netter Text. Schick das ruhig an jemanden, den du magst. Was? War das jetzt ein indirekter Diss? Digga,
mal zu schätzen wissen, wenn das jemandem einen sagt, oder? Das ist voll gemein. Die tut mir irgendwie leid. Du erinnerst mich an die Sonne, weil du ziemlich heiß bist. Boah, bitte, lass diese Sprüche. Bitte, tut mir einen Gefallen und benutzt niemals diese richtig schlechten Anmachsprüche. Das ist einfach nur abtönen, weil dann passiert nämlich das. Oh, okay, dachte, weil ich dich umbringen werde, wenn du mir zu nahe kommen solltest. Das wollt ihr nämlich nicht. Bin ich schön oder hässlich? Beides. Wie meinst du? Du bist ganz schön hässlich. Alter, was ist das für ein asozialer Satz? Warum bist du nicht in der Kirche? Wer bist du? Gott. Wieso schreibst du mir dann in der Kirche Handy aus und zu? Das ist so stumpf. Das ist schon wieder voll lustig. Ich würde mich so krank lachen, wenn mich jemand so anschreiben würde. Oh mein Gott, Alter, das ist so ein Flachwitz oder so. Keine Ahnung, ey. Und ich muss drüber lachen. Ich heul schon fast. Oh, richtig, Becky. Oh, richtig. Boah, ist das stumpf. Das ist so stumpf. Was für eine Hochzeit willst du später haben? Eine mit dir. Oh, echt jetzt? Ja, also du kannst die Sandwiches machen und servieren. Boah, wie fies muss man sein? Ich glaube wohl nicht, dass ich das hören wollte. Komm mal darauf zu sagen, du kannst die Sandwiches machen und servieren. Das ist ja voll asozial. Richtig assi. Mein Vater ist gerade bei der Polizei. Oh oh, was hat er gemacht? Und ich habe mein Bein gebrochen. Wieso ist er bei der Polizei, Bro? Er hat jemand mit dem Auto angefahren. Ich sehe schon kommen. Wie hast du dir denn das Bein gebrochen, Junge? Jemand hat mich angefahren. Ups. Alter, wenn dein bester Freund von deinem Vater angefahren wird. What? Oh mein Gott, sogar sein Bein ist gebrochen. Aber Gott sei Dank nur das Bein gebrochen. Es hätte ja schlimmer sein können, aber... Alter, ich weiß ja nicht. Aber ich meine, du kannst ja eigentlich nichts dafür, was dein Vater tut, ne? Wie alt ist nochmal deine Freundin? Warum solche Emojis? Sie ist 41 geworden. Hahaha, ha. Sie ist so alt, Junge. Die könnte deine Mutter sein. Ja, aber sie ist deine. Also ich habe schon öfters mal solche Chats gesehen, wo ich mir denke so, wow, aber das ist wow. Von mir so kotz, kotz. Und dann ist es seine Mutter. Ja, ciao, ne? Der hat quasi seine eigene Mutter gerade beleidigt. Mama, da ist eine Ratte bei uns zu Hause. Was habe ich dir darüber gesagt? Nicht deine Freundin einfach mit nach Hause zu bringen? Alter, mit was für Müttern haben wir es hier zu tun? Also entweder... Version Nummer 1, sie will damit sagen, dass ihr Sohn sowieso keine abbekommt und das ist das Einzige, was er hat. Oder seine Freundin ist eine Ratte, will sie damit sagen. Und beides ist gar nicht gut. Hi, was machst du? Shoppen. Okay. Oh, ich hasse es, wenn jemand einfach nur ein K schreibt, statt okay hinzuschreiben. Einfach nur K. Und was heißt das andere? Was heißt das? Was holst du? Ein Geschenk für dich. Okay, ich glaube, wir liegen richtig. Oh, was denn? Ein Wörterbuch. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe. Ehrlich jetzt, so einer Person sollte man wirklich ein Wörterbuch schenken, weil ich hasse es, wenn jemand alles in Kürzeln schreibt. Das ist so anstrengend. Damit machst du dir keine Freunde. Auch wenn du vielleicht zu faul bist, alles hinzuschreiben oder so. Weil meistens ist es gar keine Zeitersparnis für die andere Person, weil die muss dauernd rumrätseln, was du überhaupt meinst mit deinen Kürzeln. Das bringt also gar nichts. Könntest du bitte aufhören, die Bilder von meinem Freund auf Instagram zu liken? Danke. Dein Freund ist mein Cousin. Lol. Ja und? Das gibt dir noch lange nicht das Recht, seine Bilder zu liken. Oh, wow. Da ist jemand eifersüchtig wie sonst was. Kennt ihr eine richtig eifersüchtige Person? Das ist hart. Dass man so ein bisschen eifersüchtig ist, okay, aber das ist schon krass. Ich meine, das ist die Cousine, okay? Das ist eigentlich nicht ganz so schlimm, von jemandem aus der Familie die Bilder zu liken. Ich werde immer so nervös, wenn ich mit süßen Mädels rede. Oha, aber das ist süß. Ich glaube, deswegen ist es auch so leicht, mit dir zu reden. Okay, er wollte jetzt damit sagen, dass sie überhaupt nicht süß ist, oder was? Was soll das heißen, Junge? Was soll das heißen? Das ist gemein. Ich hoffe, sie versteht das nicht ganz so. Ich hoffe nicht. Also, einige waren echt schon... hart an der Grenze, Leute. Es wird schlimmer. Es wird wirklich schlimmer. Von Mal zu Mal
Aber das ist meist so zum Kranklachen, das ist nicht mehr normal. Habt ihr auch richtig lustige WhatsApp-Chat-Fails? Ihr könnt mich immer wieder gerne darauf verlinken auf Instagram. Ich schaue es mir definitiv an. Und ja, ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten. Ich habe euch so, so lieb. Bye!